Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir. Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir. Deine Worte, Herr, sind Geist und Leben. Du hast Worte des ewigen Lebens. Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Jesus hielt ihnen entgegen: Wie viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen getan? Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm: Wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen Gotteslästerung. Denn du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Jesus erwiderte ihnen: Heißt es nicht in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er jene Menschen Götter genannt hat, an die das Wort Gottes ergangen ist, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden kann, dürft ihr dann von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen, du lästerst Gott, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht glaubt. Dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. Wieder wollten sie ihn festnehmen, er aber entzog sich ihrem Zugriff. Dann ging Jesus wieder auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte, und dort blieb er. Viele kamen zu ihm. Sie sagten: Johannes hat kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes über diesen Mann gesagt hat, ist wahr. Und viele kamen dort zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, wenn ihr mir schon nicht glaubt, glaubt wenigstens den Worten und den Werken, die ich vollbringe. Die Transzendenz des Guten, sie sollte doch wahrnehmbar werden, auch wenn man jetzt eben das Bekenntnis als jüdischer Theologe von Jesus nicht annehmen kann. Jesus ist geduldig. Aber er sagt: Glaubt wenigstens meinen Werken, dass sie in Gott geschehen sind und dass hier die Sendung des Vaters sichtbar wird. Mache es ja nicht im eigenen Namen, sondern weil der Vater mich gesendet hat. So ist es wichtig, dass wir ein betendes Herz haben, damit auch wir erkennen, von welchem Geist kommt welche Tat. Oder besser gesagt, was möchte Gott mir dadurch sagen? Es gibt viele Dinge, die Menschen bewirken, die Sünde sind. Und doch lässt Gott sie zu und verwendet sie für sein Heilswerk. Das rechtfertigt den Menschen nicht. Nur weil er von Gott als Werkzeug verwendet wird, er wird gerichtet werden. Aber doch, für uns ist immer die vorrangige Frage: Was will Gott mir dadurch sagen?
Gebet erfragen, Herr, wie soll ich darauf reagieren? Und mich dann möglichst in der Kraft des Gebetes im Gehorsam dem fügen. Und hier widerspricht oft unser Herz, wenn wir sagen, ja, das ist ungerecht, das ist unerhört, weil wir den Blick vom Herrn verlieren, zum Herrn verlieren und rein auf das Zwischenmenschliche schauen. Vielleicht zeigt uns Gott auch, dass wir dem Unrecht entgegentreten sollen, in Gedanken, Worten und Werken. Das kann sein. Dazu wird er uns auch die innere Führung geben. Aber für uns ist maßgeblich der Blick auf den Herrn, dass er sich nicht verliert, im Blick auf die Menschen oder auf das Unrecht. Dann geht es uns so wie dem Petrus, der zuerst am Wasser gehen kann, über die Wellen, und dann schaut er auf die Wellen, die so hoch daherkommen, und er beginnt zu sinken. Jesus wird seinen Werken und seiner Wahrheit zum Recht verhelfen. Er entzieht sich hier dem Zugriff der Juden, weil er selbst, er ist nicht Opfer ihrer Gewalt, sondern er gibt sich bewusst hin, wenn er dann in den Ölberg hinausgeht, um sich kreuzigen zu lassen. Es ist ein aktives sich hineingeben in das Leiden, weil eben der Vater es liebt. Nicht, weil er keine Chance gegen die Juden hätte. Er hatte selbst gezeigt, als er gesagt hat, ich bin es und alle liegen auf dem Boden. So dürfen wir ganz vertrauen auf den Herrn, auf seine Macht, auch wenn wir im Moment nichts davon fühlen. Die Sonne scheint auch dann, wenn die Wolken sie verdecken. So ist sie dennoch da. Amen.